Oh, du stinkst, Laila, nach Pups. Oh, du bist so süß. Mein Hund liegt gerade hier und macht so. Ich finde das so süß, wie so ein Eichhörnchen. Oh, bist du gerade sie Meister. Du bist so eine Süße. Und gepupst hast du auch wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch mal wieder ein Serienvideo. Da das letzte Serienvideo so gut bei euch angekommen ist, dachte ich mir, muss ich unbedingt noch ein neues Serienvideo drehen. Und das mache ich auch heute. In meinem letzten Serienvideo ging es ja um meine Top 10 Lieblingsserien. Und in diesem Video stelle ich euch auch ein paar super, super tolle Serien vor, die ich neu entdeckt habe und auch lieben gelernt habe. Also es sind Serien dabei, die so gut wie jeder kennt, aber es sind auch neue und unbekannte Serien dabei, würde ich sagen. Also von manchen Serien habe ich persönlich noch nicht so wirklich was gehört und wenn nur sehr, sehr wenig. Und da das der Wunsch war von einigen, dass ich mal Serien nenne, die nicht so bekannt sind, dachte ich mir, drehe ich direkt ein Video darüber. Ich habe 9 Serien für euch, die ich euch heute vorstellen möchte und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Fangen wir erstmal mit den Serien an, die wahrscheinlich schon so gut wie jeder von euch kennt, weil die echt in den letzten Monaten so gehypt wurden, beziehungsweise jeder hat sie gesehen und jeder hat sie geliebt. Und zwar fange ich mit der ersten Serie an, 13 Reasons Why oder auch Tote Mädchen lügen nicht. Ich habe die Serie natürlich auch geguckt. Am besten kurz mal zum Inhalt. In der Serie geht es um ein Mädchen, die Selbstmord begangen hat und sie hat vor ihrem Suizid hat sie 13 Kassetten aufgenommen, auf denen sie immer eine andere Person anspricht, die für ihren Selbstmord verantwortlich sind, beziehungsweise die, naja, schuldig sind, also die sie dazu gebracht haben, das am Ende wirklich durchzuziehen. Die Staffel, also es gibt eine Staffel mit 13 Folgen, also in jeder Folge wird eine neue Person angesprochen und es ist sehr, sehr interessant. Ein Junge bekommt diese 13 Kassetten, hört sich die an, wird durch die ganze Stadt eigentlich geführt und ihm wird halt alles erzählt, was das Mädchen so durchgemacht hat und ich finde, diese Serie ist eine sehr, sehr bedeutsame Serie. Sie ist, finde ich, schon sehr traurig und ich finde, sie regt sehr zum Nachdenken an und sie hat wirklich eine sehr, sehr wichtige Message dahinter. Ich finde es einfach wichtig, dass Leute gerade in der Schulzeit, man sollte sich bewusst werden, was man eigentlich so rauslässt, was man, wenn man etwas wirklich ausspricht, was das bei einer anderen Person überhaupt auslösen kann. Und ja, ich will gar nicht viel darum rumreden. Ich denke, jeder von euch kennt die Serie schon so gut wie. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie und eine sehr empfehlenswerte Serie. Dann machen wir weiter mit einer Serie, die so ein bisschen an der Serie angelehnt ist. Also da geht es halt auch so um Schule. Und zwar Riverdale. Ich habe bei meinem Top 10 Serienvideos habe ich so oft gelesen, wer hat auch auf Riverdale gewartet? Leute, ich habe auch Riverdale geguckt. Natürlich habe ich Riverdale geguckt als Seriensuchti. Und zwar geht es bei Riverdale, das ist auch so eine Highschool-Serie, würde ich sagen. Ich war der Serie etwas skeptisch gegenüber, weil ich nicht so gerne Highschool-Serien mag. Aber erstmal zum Inhalt würde ich sagen, es geht halt darum, dass eine Person verschwunden ist und das Ganze findet halt in so einem mysteriösen Ort namens Riverdale statt und ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall passieren dann da noch einige Sachen und ich muss sagen, ich habe mit der Serie angefangen und ich war erst nicht so beeindruckt, weil das ist so nichts Besonderes mehr. Wenn man das anfängt, das haut einen nicht direkt um, finde ich. Immer so die gleichen Geschichten. Es verschwindet jemand oder stirbt jemand oder was auch immer. Es wird eine Leiche gefunden, was auch immer. Aber ich muss sagen, was ich bei der Serie sehr interessant finde, natürlich zum einen der Fall, so die Geschichte dahinter, aber irgendwie auch die Person fand ich sehr interessant. Also wie zum Beispiel die Blossom-Familie, irgendwie war das so mysteriös und irgendwie war was Neues, fand ich sehr interessant. Und es spielt von Zack und Cody, Cody mit, Jughead, was ich voll cool fand. Und ich weiß nicht, ich habe die erste Staffel zu Ende geguckt und ich war so, ich muss die zweite Staffel unbedingt sehen. Also mir hat die Serie dann doch echt gut gefallen und ich kann sie euch auch nur empfehlen. Als nächstes geht es mit einer Science-Fiction-Serie weiter. Auch eigentlich nicht so das Genre, was ich so gucke, aber die Serie hat mich komplett gepackt. Und zwar ist es auch eine Serie, die
eigentlich so gut wie jeder kennt, denke ich. Und wenn nicht, solltet ihr die unbedingt schauen. Und zwar geht es um Stranger Things. Stranger Things ist eine so, so gute Serie. Die Serie spielt in den 1980er Jahren, also ist ein bisschen älter sozusagen gemacht. Und erstmal kurz zum Inhalt. Es geht halt um Fünfer Kinder-Clique sozusagen. Und ja, dort verschwindet ein Kind auf mysteriöse Weise. Und es gibt auch eine Art Paralleluniversum. Das Ganze ist ein bisschen tricky und auf jeden Fall super, super spannend. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, ich kann sie euch wärmstens empfehlen. Ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die Serie mir so gut gefällt. Vor allem ist es die zweite Staffel rausgekommen und oh, ich liebe einfach diese Kinder, ey. Die sind so, so süß und ich musste mir das Ende der zweiten Staffel, ich habe mir das bestimmt 20 Mal angeguckt. Ich habe immer wieder zurückgespult und musste mir das einfach nochmal angucken, weil das so süß ist und man fühlt einfach richtig mit und ich liebe die Serie, die ist richtig, richtig gut. Guckt sie euch unbedingt an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber ich denke, das ist auch nicht so für jeden was, aber ich finde sie super. Weiter geht es mit einer Anwaltsserie und zwar Suits. Suits kennen wahrscheinlich auch schon einige oder haben manche von euch gehört. Hierbei geht es um einer der Top-Anwälte, Harvey Specter. Und Harvey Specter sucht einen Handlanger, Assistenten, einen Helfer und stößt dabei auf Mike Ross. Ein sehr, sehr kluger Bursche, muss ich sagen, der jedoch gar nicht dazu berechtigt ist, Anwalt zu sein. Aber ja, er wird trotzdem von Harvey Specter eingestellt, aufgrund seiner intellektuellen Fähigkeiten, seines Wissens, was auch immer. Auf jeden Fall, er ist super, super schlau. Und ja, das Ganze müssen die geheim halten. Es ist jetzt nicht so eine super suchtmachende Serie. Also man ist nicht die ganze Zeit so, oh, wie geht es weiter? Es ist aber eine sehr, sehr schöne, angenehme Serie. Also ich mag sie super, super gern. Ich gucke die total gern. Ich mag den Humor dort auch voll und die Menschen an sich. Und ja, natürlich, es gibt auch zwischendurch so sehr spannende Fälle. Also wer zum Beispiel dieses ganze Anwaltsgedöns überhaupt nicht mag, für den wird das nicht sein. Aber ich mag die Serie wirklich sehr, sehr gern. Finde ich richtig, richtig gut und kann ich euch auch nur empfehlen. Dann kommen wir zu einem meiner absoluten Favoriten. Die Serie ist so verdammt gut. Ich bin echt nicht drauf klargekommen. Ich habe die ersten Folgen gesehen und ich konnte nicht mehr aufhören. Okay, machen wir es nicht so spannend. Und zwar geht es um Orphan Black. Meine Güte, die Serie ist so gut. Ich erzähle euch erstmal, worum es geht. Und zwar geht es in dieser Serie um Sarah Manning. Ist eine weiße und auch Außenseiterin. Und die erste Staffel bzw. die erste Folge fängt damit an, dass sie an einem Bahnhof steht und eine Frau beobachtet, die ihre Schuhe auszieht und ihre Tasche hinstellt und anschließend ihr Leben damit beendet, dass sie vor einen Zug springt. Das Erschreckende dabei ist, dass diese Frau, die Suizid begeht, exakt genauso aussieht wie Sarah Manning, die das Ganze beobachtet hat. Sarah Manning entscheidet sich dann, ihre Sachen mitzunehmen, die sie dort abgelegt hat, weil Geld klauen und so, oder im Portemonnaie. Dann kommt es aber dazu, dass sie aufgrund ihres perspektivenlosen Lebens sozusagen anfängt, die Identität von Beth einzunehmen. Beth ist die, die sich vor den Zug geschmissen hat. Das ist auch eine super, super spannende Serie. Also diese Geschichte oder dieses ganze Drumherum, worum es darin geht, ist etwas komplett Neues, nichts irgendwie schon Ausgelutschtes, wie zum Beispiel diese ganzen Morde und dies und jenes. Es ist auf jeden Fall mal was richtig anderes und was richtig, richtig Gutes. Also da passieren am Anfang auch so viele Dinge und man denkt sich so, what? Die ist super, super gut. Ich kann sie euch wärmstens ans Herz legen. Diese Serie hat 5 Staffeln mit je 10 Folgen. Mehr gibt es davon leider auch nicht. Vielleicht kommt ein Kinofilm raus und ich hoffe es sehr. Dadurch, dass es auch nur 10 Folgen pro Staffel sind, ist diese Serie auch nicht unbedingt so richtig langgezogen. Also da wird nicht noch lange drum herum geredet, sondern legen einfach die Fakten auf den Tisch und basta. Die ist echt, ich will nicht zu viel verraten, da passieren nämlich echt richtig heftige und coole Sachen. Also ich habe mich, also das ist wirklich eine meiner allerliebsten Serien. Ich bin momentan am Überlegen, ob ich die nochmal gucke, weil ich die so gut fand. Also
Also ich glaube, die wäre auch auf jeden Fall in meinen Top 10 dabei gewesen. Genauso wie Stranger Things und ach, die ganzen Serien, die ich hier eigentlich erzähle, die sind alle super gut. Als ich auf dem Black dann zu Ende geguckt habe, war es für mich sehr, sehr schwer, eine neue Serie anzufangen. Weil wenn man eine wirklich so gute Serie geguckt hat, braucht man schon eine neue Serie. Da muss die erste Folge wirklich richtig gut sein. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um wieder eine neue Serie anfangen zu können. Ich war noch so in Orphan Black drin und dann was Neues anzufangen, das war super, super schwer. Auf jeden Fall habe ich dann Bates Motel angefangen. Kennen vielleicht auch schon einige von euch, aber höre ich auch eher selten. Ja, ich habe davon die ersten zwei Folgen gesehen und da ist so verdammt viel passiert. Ich war so, what? Was hat es damit bloß auf sich mit den ganzen Sachen? Also es war super interessant und die hat mich echt nur dazu verleitet, weiter und weiter zu gucken. Erstmal zur Serie an sich. Es ist, die Serie erzählt sozusagen die Vorgeschichte von dem Film Psycho von Alfred Hitchcock. Es geht darum, um Norma und ihren Sohn Norman, die aufgrund des Todes von dem Vater von Norman oder der Frau oder dem Mann von Norma gestorben ist. Und die beiden eröffnen dann in einer anderen Stadt das Bates Motel. Die haben eine sehr, sehr seltsame Beziehung, würde ich sagen, der Sohn und die Mutter. Und ja, es passieren auch einige sehr, sehr heftige Sachen. Mysteriöse Sachen, sind auch wieder 5 Staffeln mit je 10 Folgen. Ich muss sagen, die ersten 2 Staffeln waren wirklich spannend, spannend, spannend. Bei der 3. Staffel hat es dann so ein bisschen angefangen. Man wusste eigentlich, was weiter passiert. Ende der 4. Staffel war ich so, nein, das habt ihr nicht gemacht, das geht nicht. Und ich war schon so am Ende der 4. Staffel, was wollen die da noch raushauen? Das ist, eigentlich ist die Serie zu Ende, das geht gar nicht weiter, das hat keinen Sinn mehr. Ja, dann kommt trotzdem noch die 5. Staffel und es war so, aber naja, außerdem spielt auch Rihanna in der Serie mit. Ich war so, ey, die kennst du doch. Und ja, auch die Serie war echt gut und ich kann sie euch nur empfehlen. Die nächste Serie ist so eine Mischung aus Mystery, Horror und Drama. Von der Serie habe ich zuvor auch nichts gehört. Ich habe das nur von einer Freundin kannte ich die Serie. Und deswegen dachte ich mir, gucke ich mir die mal an, weil die auch nur 2 Staffeln hatte. Ja, 2 Staffeln. Nee, eine Staffel. Nee, genau, es gab nur eine Staffel. Und zwar geht es um Der Nebel oder The Mist. Ja, eigentlich erklärt der Name der Serie schon, worum es geht. Und zwar geht es in der Serie um eine Kleinstadt. Und auf diese Kleinstadt kommt auf einmal ein mysteriöser und sehr, sehr dichter, großer, scheinbar nicht endender Nebel zu, der die ganze Stadt in Angst und Schrecken verjagt und mysteriöse Dinge mit sich bringt. Sehr mysteriöse Dinge mit den Menschen macht und dort spielt auch die Regierung eine Rolle mit, was auch so sehr interessant ist. Das wird in der ersten Staffel noch nicht aufgeklärt, also man erfährt da sehr, sehr wenig, aber es ist auch total spannend so, was hat Soldaten mit einem Nebel zu tun? Und na, es ist wirklich doch auch spannend und ja. Also es war jetzt nicht die allerbeste Serie, die ich geschaut habe, aber sie war schon sehr spannend und ich freue mich auch schon auf die 2. Staffel. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also wenn ihr so auf was Mystisches, so Horrorserienmäßig auch steht und ihr findet, dass es interessant klingt mit diesem mysteriösen Nebel, dann wird es auf jeden Fall was für euch sein. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Survival-Thriller-Drama-Serie, was auch immer für euch. Und zwar geht es um Between. Das ist die letzte Serie, die ich jetzt geschaut habe und die ich auch echt gut fand und die auch mal was wirklich Neues ist vom Thema her. Ich finde, manchmal häufen sich einfach diese ganzen Geschichten und die spiegeln sich irgendwo in jeder Serie wieder. Aber in der Serie geht es auch mal so ein bisschen um was anderes, was ich sehr, sehr gut fand. Und zwar geht es in der Serie um die Kleinstadt Pretty Lake. Und Pretty Lake ist ein, ich würde auch sagen, mysteriöser Virus ausgebrochen. Und zwar sterben bei diesem Virus alle Menschen über 21 Jahren. Die Stadt wird dann unter Quarantäne gesetzt und die ganzen Jugendlichen, die halt unter 21 Jahre sind, sind dann dort eingesperrt und müssen selbst irgendwie klarkommen, versuchen zu überleben und die Regierung spielt da auch eine Rolle mit. Bei der Serie spielt auch wieder eine bekannte Person mit und zwar von iCarly Sam, also Jeanette McCurdy, irgendwie so. Es sind 2 Staffeln, ich glaube, mit je 6 Folgen. Also es ist auch wieder eine Serie, die sehr kompakt ist, würde ich sagen, was ich eigentlich auch bevorzuge, weil dann Serien nicht so in die Länge gezogen sind, wie zum Beispiel Pretty Little Liars. Ja, auf jeden Fall ist die Serie
sehr, sehr interessant. Es passieren immer wieder neue Dinge und man überlegt sich so, ha, wie könnte das sein? Und das ist jetzt auch total, ich bin total gespannt, wie es so in der dritten Staffel weitergeht, was so weiterhin passiert. Auch die Serie kann ich euch sehr empfehlen. Das war's mit dem Video. Das sind alle Serien, die ich so in der letzten Zeit geguckt habe, die auch ein bisschen unbekannter sind, wie ich finde. Und wenn ihr Serienvorschläge habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich habe zwar noch ganz, ganz viele von meinem letzten Video, falls ihr dort nicht vorbeigeschaut habt, wo es um meine Top 10 Lieblingsserien geht, dann schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde euch das hier irgendwo in der Infocard verlinken und auch in der Infobox. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr mehr meiner Videos sehen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal kostenlos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!